Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Efi, und heute zeige ich euch, wie ihr ein niedliches Eichhörnchen malen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift in der oberen Hälfte des Blattes und male damit erstmal fast einen ganzen vollständigen Kreis. Lasst die Stelle an der unteren Seite unbedingt offen und versucht hier die Enden ungefähr auf gleicher Höhe enden zu lassen. Falls dies nicht ganz der Fall ist wie bei mir, könnt ihr ein paar einzelne Linien noch ein klein wenig verlängern. Direkt an die offene Stelle male ich jetzt noch den Körper dran. Zeichnet dafür in einen Bogen nach unten und wieder nach oben bis hin zum Kreis. Hier sollte an der unteren Seite ein schöner Bogen entstehen. Lasst an der oberen Seite ruhig noch ein klein wenig den Kreis vom Kopf abstehen. Die Grundform wäre somit also geschafft. An der äußeren Seite des Kopfes male ich jetzt erstmal ein Ohr hin. Zeichnet dafür einfach zwei leichte Bögen, die sich in der Mitte treffen. So entsteht ein spitz zulaufendes Ohr, welches an den äußeren Seiten ein bisschen gewölbt ist. An der anderen Seite, ungefähr auf gleicher Höhe, male ich das zweite Ohr auf die gleiche Weise hin. Und für das Innere der Ohren zeichne ich dieselbe Form in die Ohren nochmal kleiner hinein. Als nächstes geht es weiter mit den großen Augen. Zeichnet dafür ungefähr in die Mitte des Kopfes zwei große Kreise. Diese sollten ungefähr gleich groß und auf gleicher Höhe sein. Lasst euch dabei ruhig so viel Zeit, wie ihr benötigt. In die obere Ecke male ich erstmal jeweils einen Kreis für die Lichtreflexion. Bei mir zeigen diese schräg nach oben. Und nun zeichne ich zwei weitere, etwas kleinere Kreise in die Augen hinein. Dieses Mal zeigen sie schräg nach unten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen mit dem schwarzen Filzstift auch schon direkt schwarz ausmalen. Wir machen nun weiter mit der Nase des Eichhörnchens. Dafür beginnen wir in der Mitte der Augen ein Stück weit unterhalb. Zeichnet hierfür ein kleines Oval. Von dort aus zeichnen wir auch direkt den Mund. Sucht euch erstmal die untere Mitte der Nase. Anschließend malt ihr erstmal in einem Bogen nach unten und nach außen. Auf der anderen Seite zeichnen wir einen zweiten Bogen. Diesmal zeigt er aber zur anderen Seite. Und zwischen diesen lachenden Mund, der hier entstanden ist, zeichnen wir noch ein kleines Viereck für die Zähne. Direkt dazwischen male ich noch einen kleinen Strich, um die Zähne ein bisschen abzugrenzen. Sehr gut, das Gesicht wäre soweit fertig. Machen wir weiter mit den Füßen. Dafür beginnen wir erstmal an der unteren Seite des Körpers. Beginnt hier erstmal mit einem Oval, das leicht nach außen zeigt. Das sieht ein bisschen so aus wie ein Ei, stimmt's? Auf die andere Seite zeichne ich ein zweites Oval. Diesmal zeigt es aber in die entgegengesetzte Richtung. Versucht, diese ungefähr in gleicher Größe zu zeichnen. Wenn ihr das geschafft habt, machen wir weiter in der Mitte des Körpers. Dort male ich eine kleine Eichel für das niedliche Eichhörnchen hin. Ich beginne hier erstmal mit einer großzügigen Rundung. Nach oben hin sollte diese noch geöffnet sein. Nun schließen wir hier oben die Lücke mit einer leichten Rundung. Und direkt darüber zeichne ich einen weiteren, leichten Bogen. So entsteht der typische Deckel der Eichel. In die obere Mitte zeichne ich noch einen kleinen Bogen, der die Spitze der Eichel darstellen soll. Das Eichhörnchen trägt die Eichel natürlich nicht einfach so auf dem Bauch. Es trägt es natürlich mit den Händen. Um diese anzudeuten, male ich direkt an die Seiten davon erstmal einen Bogen. Und auf der anderen Seite zeichne ich einen weiteren Bogen in der gleichen Größe. Jetzt sieht es so aus, als würde das Eichhörnchen die Nuss in den Händen halten. Wir haben es fast geschafft.
Bei dem Eichhörnchen fehlt jetzt nur noch das große Puschelschwänzchen. Dafür beginne ich ungefähr in der Mitte des Kopfes und male von dort aus einen großen Bogen bis fast nach unten von seinem Körper. Die Rundung kann hier ruhig großzügig sein. Als nächstes beginne ich hier in der oberen Mitte des seines Körpers und male von dort aus eine kleine Spirale in das Puschelschwänzchen hinein. Jetzt sieht es direkt etwas flauschiger aus. Und? Seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir das niedliche Eichhörnchen jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Mein Video werde ich jetzt vorspulen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich mein Eichhörnchen ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Mein niedliches Eichhörnchen ist jetzt fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!